Noch ein letzter Blick auf die Nachrichten vor dem nächsten Beitrag. Und diese Nachrichten sind etwas undeutlich. Eines steht fest, vor einer halben Stunde ist das Gipfeltreffen der EG-Ministerpräsidenten in Brüssel zu Ende gegangen. Es ging dabei, wie Sie wissen, um Fragen der Finanz- und Agrarreform. Nur wie dieses Treffen zu Ende gegangen ist, das ist unklar. Nach übereinstimmenden Angaben aus griechischen und dänischen Delegationskreisen ist die Konferenz ergebnislos geblieben oder geplatzt, kann man sagen. Von anderen Delegationen wurde das nicht bestätigt. Inzwischen hat der französische Staatspräsident Mitterrand, er leitete die Konferenz, eine internationale Pressekonferenz einberufen. Dabei erklärte er bestätigte, dass Frau Thatcher, also die britische Premierministerin, die letzten Kompromissangebote der anderen neuen EG-Partner für die Festlegung eines britischen Beitragsrabattes abgelehnt habe. Damit können nach diesem Nein Großbritanniens auch alle anderen vorangegangenen Beschlüsse über die Reformen des Agrar- und Finanzmarktes der EG nicht in Kraft treten. In der Pressekonferenz sagte Mitterrand aber, die Frage müsse verneint werden, ob Europa wegen einer Differenz von umgerechnet 500 Millionen Mark nun in eine Krise geraten sei. Zur Erinnerung, im vergangenen Dezember war bereits das Gipfeltreffen der EG in Athen ergebnislos geplatzt. Ja, und für all jene, die nun noch ein bisschen Sprachstudien zwischen Galilei und Casanova betreiben wollen, nur noch einmal die 22. Folge von Avanti, Avanti. Avanti, Avanti!